Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Factorio hier aus Diegem Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir befinden uns hier in der C-Blocks Challenge und schauen gerade nach, wie wir denn eventuell bis zu diesem Festbrennstoff kommen. Also uns geht es ja hauptsächlich, dass wir dieses Spaced Mineral Oil mitkriegen. Das ist dann ein Nebenprodukt. Wir haben eingestellt, dass wir genau ein Förderband davon haben wollen. Und nachdem ich ein wenig vielleicht verwirrt in der letzten Folge euch verlassen habe, habe ich dann danach wieder mal hingesetzt und gesagt, das kann auch gar nicht sein, das musst du doch irgendwie durchklickern können. Und dann habe ich das hier einmal durchgeklickert. Und habe das dann auch gefunden, die ganzen Rezepte dazu und was man dazu alles braucht, um ein Förderband von den Fuel Blocks zu haben. Die, ich weiß gar nicht, wie viel haben die eigentlich an Brennwert. Da müsst ihr mal nachgucken. Wir haben hier welche irgendwo auf dem Lager rumfliegen oder hier haben welche hergestellt gerade. Warte mal. Gib mir mal so ein Ding her hier. So, dann haben wir hier so einen Fuel Block und der hat 100 Megajoule Leistung. Wenn wir jetzt mal dazu zu unserer... Was ist denn das? Ruckelt aber heute hier. Warum ruckelt denn das? Eigentlich müsste das eigentlich weniger ruckeln. Denn ich habe meinen Rechner ein bisschen aufgebohrt. Ich habe jetzt 16 GB RAM. So eine Kohle her, ja. Danke. So eine Kohle hat 30 Megajoule. Das heißt, also ein Block, der würde drei Blöcke davon erlösen. Ja, wie gesagt, also ich habe meinen Rechner ein bisschen aufgemotzt jetzt. Keine Ahnung, was er hat. Warum das jetzt hier so leckt und so ruckelt. Da müssen wir mal gucken, ob das standardmäßig so bleiben wird. Naja, voll. Ist immer gut, wenn man das sieht, wenn da was voll ist. Das heißt also, Kohle kann man jetzt hier gar keine weitere brauchen. Muss da mal reinstecken. So, wir haben eine Kohle da. So, gut, also. Da könnte man theoretisch auch noch mal ein bisschen Energie mitgewinnen. Also wenn wir jetzt so ein kleines Förderband voll haben, dann können wir hier nicht viel von dem beheizen, denke ich mal. Aber es würde ein bisschen was gehen. Und wir hätten nebenbei dieses Based Mineral Oil wieder, um dann Coolant herzustellen, den wir ja brauchen. Da denke ich mir mal, dass da sollten wir mal drauf gehen. Oder dann doch vielleicht eventuell versuchen, das mal hinzukriegen. Also für mich persönlich klingt die Idee jetzt erstmal nicht schlecht. Mich nervt es, dass das plötzlich ruckelt. Und das sogar am reingezoomt, das hat man doch vorher nicht. Hm. Computer. Was machst du denn da? Oder läuft im Hintergrund jetzt irgendwas? Kann natürlich auch sein, dass im Hintergrund irgendwas läuft, was ihn hier schwer beschäftigt. Ich hoffe nicht, aber möglich ist ja alles. Machen wir mal einen Browser aus im Hintergrund. Schon mal besser aus, ne? Gut, okay. So, ja, ich habe meinen Rechner aufgemöbelt. Ich habe jetzt eigentlich 16 GB mehr an RAM, also verdoppelt habe ich von 16 auf 32. Und ich habe eine neue Tastatur. Dazu muss ich mal sagen, falls ihr die Tastentöne extrem hört, also wirklich laut raushört aus dem ganzen Geräusch, aus der ganzen Geräuschkulisse. Ah ja. Dann sagt mir bitte Bescheid. Dann muss ich das Noise Gate ein bisschen höher einstellen. Ich habe auch einen neuen Mikrofonarm, deswegen das Mikrofon ist auch ein bisschen anders positioniert. Also es kann durchaus sein, dass jetzt quasi Tastentöne ein bisschen döller mit aufgenommen werden. Ich hoffe nicht. Und es kann sein, dass ich leiser bin als sonst. Ich hoffe auch nicht. Also ich habe eine Probeaufnahme eigentlich gemacht und da hat es sich erstmal ganz gut angehört. Nur bei den Tastentönen, da bin ich selber erstmal noch ein bisschen überfragt. So. Gut, mir wurde noch geschrieben und da muss ich mal nachgucken, dass ich, ach so, das war bei mir, da wollte ich noch in das Video nochmal reingucken, aber ich glaube, ich kann mich erinnern, an welcher Position das gemeint war, dass ich hier Sulfuric, dieses Wastewater quasi eigentlich im Überlauf habe. Wo ist denn das hier? Da muss da oben irgendwo sein, der Überlauf für das Sulfuric Wastewater. Aber das ist wirklich, glaube ich, nur ein Überlauf und, oder da ist das, ne? Ja, genau. Da kommt das an. Moment, rübergehen, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Also hier haben wir das quasi in einem Tank und in einem quasi Ventil. Ich hoffe, dass es die Stelle ist, die gemeint wurde, wo gesagt wurde, so da verlierst du welches. Ich hoffe, dass ich eigentlich keins mehr verliere, weil ich habe ja hier oben schon quasi einen Tank, der eigentlich noch vorhält. Das war gemeint. Die Pumpe pumpt das da gar nicht rein. Warte mal, das ist aber auch der Weg. Wo geht denn das hin?
geht hier oben rein. Hm? Da muss doch irgendwas angeschlossen sein. Hier habe ich ein Rückhaltebecken gebaut. Genau, hier habe ich ein Rückhaltebecken gebaut. Das 10k Flüssigkeit muss mindestens immer in dem Tank drin sein, damit dieses Ding hier mit befüllt wird. Genau. Ah, dann war das, was ihr meintet, wo die Pumpe nicht arbeitet. Nee. Ah, okay. Nee, das sollte schon wirklich als Rückhaltebecken gelten, damit quasi das zufällige Wastewater, was hier quasi dann hier unterwegs ist, in Richtung dieser Produktion blaue Algen, genau, dass da quasi hier ein Rückstau oder ein Rückhaltebecken ist, dass hier die Pumpe quasi nur dann arbeitet und das hier zum Vernichten bzw. zum Überlauf abgibt. Und dann ist doch das hier unten eigentlich, warte mal, wo kommt denn der denn her? Der kommt von da und kriegt aber von hier wieder die Flüssigkeit. Was ist denn das hier? Was ist denn das? Wir brauchen die sowas. Hä? Momentchen mal. So, gucken wir nochmal, was ist denn das jetzt hier für ein Blödsinn? Du machst doch Schwefel, ne? Und dann kriegst du das von hier. Hier ist das Becken und hier kriegst du das zweimal von oben. Ah ja, doch, du hängst hinter der Pumpe. Genau. Wollte ich gerade sagen, das musst du hinter der Pumpe hängen. Genau. So ist das. So, und wenn dann halt eben der Verbrauch am Sulfuric Wastewater hier hinten bei den blauen Algen halt so stark ist, dass alles, was hier hinten am Sulfuric Wastewater, wo jetzt gesagt wurde, dass hier eigentlich mehr Schwefel wieder rauskommen soll, als eigentlich gebraucht wird, und das war eigentlich, glaube ich, auch bei der Erzgeschichte dort unten, dass wir da kein Schwefel rausziehen, dass dann hier eigentlich immer genügend Schwefel da sein müsste, um das herzustellen. Aber wir werden einfach noch wahrscheinlich den einen oder anderen, also da werde ich jetzt nochmal, das werde ich noch machen. Ich werde noch ein bisschen diese Modder-Geschichte machen nochmal. So wie ich das hier unten habe, dass ich hier sozusagen den, das könnte ich ja nicht genau nochmal so aufbauen, ne? Haben wir noch hier noch Platz? Der Seite. Komm bloß nicht mehr in das Wasser ran, ne? Na wohl, das Wasser komme ich schon ran, ich muss bloß ein Loch wieder reinspringen. In den Pool hier. So. Weiß auch nicht, ob das jetzt hier überläuft, aber ich glaube, drei Stück für eine so eine Pumpe war immer, ne? 1200, 300 machen die pro und die brauchen 1200 irgendwie mit der Zeit. Ich könnte das hier nochmal aufbauen. Aber von hier dann auch nochmal ein bisschen von diesem Flammgas kriegen hier, von diesem Hydrosulfidgas, das hier nochmal so ein Stückchen weit veredeln. Ja, das könnte gehen. Ich weiß gar nicht, wie viel ich da. Hier oben habe ich eine so eine Pumpe für alle. Okay. Scheint aber zu reichen. Das läuft eher oben schlechter ab. Na gut, die sollen ja auch nur Dings machen. Die sollen bloß diese Kristallgeschichte dort machen. So. Hier können wir ja nochmal ein bisschen matt quasi jetzt eigentlich zurücklegen. Den könnte man ja jetzt hier durchkonfigurieren, dass er das wieder zurücklegt. Gut. Wie greift der jetzt dazu? Das ist natürlich totaler Blödsinn hier. Soll er nicht? Dass wir da wieder ein bisschen matt zurücklegen, damit hier vielleicht ein bisschen mehr ankommt. Ich weiß nicht, ob das überfüllt ist oder nicht überfüllt ist, aber ich denke mal eher nicht. Das kann dann nochmal ein bisschen mehr machen. So. Gut. Und das abfließende Wasser kommt ja hier jetzt an und das wird jetzt ohne Ventil sonst irgendwas einfach weggehauen. Was ist das hier, was für ein Wasser hier ankommt? Heavy Mud Water. Immer rein damit. Weg damit. Braucht man nicht mehr. So. Gut. Das können wir ja dann hier weiter nutzen. Kommen die beiden, die werden gar nicht benutzt. Sind die nicht angeschlossen? Der schon, aber der hier nicht, ne? Der steht hier. Doch, der ist auch nicht geschlossen. Ah ja, da läuft doch ab und zu mal was rein. Also ein bisschen was hat er schon mal gekriegt. Na ja, gut. Also die Fließrichtung scheint mehr linkslastig zu sein, ne? Also oder beziehungsweise rechtslastig. Das Wasser immer von West nach Ost läuft. Nein, egal. Wir wissen es nicht. Und wollen auch keine wilden Behauptungen aufstellen. Nicht, dass nachher wieder heißt, der erzählt da wieder bloß Blödsinn. Blödsinn mit Blödsinn, die Blödsinn mit Blödsinn. So, jetzt haben wir natürlich ein Problem, wenn ich jetzt hier ein Loch einspringe, dann springe ich wahrscheinlich auch ein bisschen hier was kaputt. Ah ja, jetzt haben wir da Rückstau. Jetzt müsste ich mir hier, warte mal, ich mach da mal einen langsamen Arm hin. Weil wir es können. Haben wir hier noch einen langsamen Arm? Habe ich gar nicht. Jetzt muss ich einen langsamen Arm bauen. Na gut. Damit der da ein bisschen weniger Modder rumliegt, dass es hier nicht so ganz extrem zum Rückstau kommt. Damit die da ein bisschen noch was tun. So. Mann, muss man auch wieder auf alles gucken, ne? Warum macht der eigentlich nicht? Kann der das nicht abtransportieren? Doch, der muss doch. Nö. Ah ja, das ist auch dauerhaft voll. Hab ich denn vorhin drauf geguckt, wo das so langsam war?
Oder ist das jetzt so, weil jetzt hier beide voll matt immer die ganze Zeit haben? Na, wir wissen es nicht. So, aber den Modern, den können wir da erstmal wieder zurückführen. So, das sollte eigentlich hier alles so in sich geschlossen sein. Gesagt wurde, dass ich es hinten im Bus irgendwo doch verknüpft habe. Da gucken wir nochmal nach. Also hier geht ja unser Schwefel durch. Das Schwefelzeug geht hier durch. Ich hatte immer gedacht, dass es hier irgendwo verbunden habe, aber habe ich es nicht nach oben hin. Gut, gucken wir hier mal weiter. Ich bin auch der Meinung, dass ich das irgendwo nach oben habe, aber hoffe einfach nicht. So, hier ist die Schwefelsäure wieder. Genau, die kommt dann hier nochmal an. Hier brauchen wir sie nochmal. Hier ist sie verkabelt. Das Sulfuric Acid aber auch nicht nach oben raus. Dann geht sie hier drüber, hier drüber, hier drüber. Soll hier so ein bisschen das Geodengelöt machen, damit hier ein bisschen was passiert und so. Oh, hier ist er auch nur nach unten vermischt. Hier, wir müssen mal gucken. Also, das ist jetzt ein bisschen lang, das Förderband hier. Das brauchen wir ja gar nicht so lang. Kann ich hier da reinschmeißen. Das komische Geodenkristall. Crystal Dust. Crystal Dust? Den kann man bestimmt doch teuer verkaufen, Crystal Dust. So, dann geht die Schwefelsäure hier durch. Genau, hier brauchen wir sie noch wieder. Hier brauchen wir sie noch wieder. Das ist ja, an manchen Stellen braucht man ja mehr davon. Geht auch nicht nach oben, geht einfach nach hinten durch. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass ich das wirklich hinten im Bus dann verknüpft habe und dann nicht mehr dran denke oder so. Weil jetzt ist ja eigentlich, hier ist ja Schluss. Warum muss ich hier die Schwefelsäure noch nach hinten führen, ne? Ja. Hier kommt das Dioxingas an, was ich hier wieder zurückführe in die Schwefelproduktion. Also Schwefelsäureproduktion, das Dioxingas, das kann man da jetzt wieder benutzen. Und das brauchen wir ja dazu auch. Und dann geht das hier hinten echt in den Bus. Oh, ich kann schneller laufen. Shift-Taste geht nicht. So. Und dann bringe ich das hier echt. Ich hätte gedacht, ich habe das nicht. Ich habe das nicht da hinten rausgebracht. Genau da passiert. Hier bringe ich es nach oben. Ich habe es nicht mit dem verbunden hier. Nee, das ist das Dioxingas, ne? Aha. Ich habe es tatsächlich verbunden. Und hier ist der Strang, der von da die Schwefelsäure bringt, ne? Und damit ist alles miteinander verbunden. Also theoretisch ist alles miteinander verbunden. Die Rosen sind tierisch lang und deswegen wird da wahrscheinlich nichts mehr drin sein oder so, aber... Alles klar. Das hatte ich jetzt nicht erwartet. Aber es ist wirklich so. Es ist alles miteinander verbunden. Hm. Also danke für den Hinweis. Da muss ich auch nochmal in mich gehen, ob ich das so gut finde oder nicht gut finde. Eigentlich finde ich das eher nicht gut. Aber ich brauche da hinten ja die Schwefelsäure. Sonst passiert das Ungeheure. Das heißt, ich werde jetzt... Ich werde jetzt mir ein so ein Karree raussuchen hier und da von diesem Gas so viel wie möglich erzeugen drin. Was wir dazu brauchen, ich muss mal hier gucken, wie viel von diesen Leitungen hinten eigentlich noch gebraucht wird. Das muss ich auch mal überlegen. Ne? Da müssen ja eigentlich dürften hier von diesen Leitungen hinten gar keine mehr gebraucht werden, oder? Die müssten doch alle tot liegen. Hier gehen welche nach oben, aber die sind tot. Was ist da? Ein Förderband, okay. So, und hier geht bloß nochmal Sulfuric Acid geht hoch. Und das ist voll? Das ist sogar voll. Ist das voll? Wo kommt das her? Und nicht komplett in sich geschlossen hier. Und hat gar keinen Anschluss mehr. Tatsache. Hier abgeklemmt. Deswegen ist das voll. Also theoretisch sind die Rohre hier hinten alle, quasi außer das, was von hier unten jetzt damit verbunden ist, nutzlos. Also hier kann ich die ganzen Rohre, kann ich ja nicht abreißen. Aber erstmal muss ich die Sulfuric, das werde ich jetzt erstmal zurückführen. Puh. Okay, dann gehen wir erstmal dahin und dann werden wir das erstmal ganz kurz verbinden und dann werden wir hier dieses volle Rohr erstmal reinpumpen. Ne? Und dann haben wir kurzzeitig mal so einen Perk im Schwefel gelöt. Oh Gott. Okay, ich habe jetzt eigentlich gedacht, dass ich mehr Bewegungsfreiheit habe hier, aber eben gerade habe ich gemerkt, dass dieses Kabel hier in Schlaufe quasi direkt davor hängt, wo ich immer mal gerne mit der Hand wohin zeige, was ihr nicht seht, aber das ist halt so. Ne, das wollte ich haben. So. So, jetzt läuft nämlich hier das Rohr leer.
Kuh. So. Und dann gehen wir nämlich wieder nach hinten, dann haben wir dieses Schwefelrohr, dann müssen wir jetzt hier die Rohre so langsam, was ich hier mal alle rausnehmen. Das ist das für die Goldproduktion gewesen, das war auch noch für irgendwas, wo wir es nicht mehr brauchen. Das sind alles Rohre, die wir nicht mehr brauchen. Und dann werde ich hier einen so ein Karim mir aussuchen. Brauche ich die Dinger eigentlich noch? Eigentlich brauche ich die auch nicht mehr, ne? Die produzieren nichts mehr. Die kann ich eigentlich auch komplett abreißen lassen hier. Die ganzen Sauhunde, die brauche ich nicht mehr. Wasser kriege ich von da unten. Gut, da werde ich mir extra Löcher sprengen für, das ist kein Problem. So, hier, die machen aber noch was. Okay, warum machen die was? Das ist noch interessant. Das ist interessant. Der macht noch was, der macht noch was. Der der neue. Mineral Touch ist voll. Das ist auch voll, aber wo produzierst du denn hin? Ja, alles voll ist. Dann muss doch irgendwo eine Verbindung zu irgendwas anderem dastehen. Ah ja, hier oben geht es nochmal quer rüber, runter, dann geht es hier nochmal mit rein. Und da nochmal mit rein und da nochmal mit rein, weil ich von hier nicht genug kriege, von der anderen Seite. Sollte ich da nicht genug kriegen mittlerweile, also die Tanks, die sind doch voll hier. Black Slurry. Was bräuchte er? Mineral Sludge bräuchte er. Mineral Sludge? Achso, das wird hier drinnen hergestellt aus dem Black Slurry. Ja, das müsste hier hochgehen. Mineral Sludge, ja. Dann kann ich das doch da. Na gut. Also wir werden es erstmal abklemmen. Wir werden hier den ersten Strang, oder lassen wir den ersten Strang erstmal noch stehen und den Rest, den reißen wir ab. Genau, den Rest, den reißen wir ab und dann ist hier eigentlich auch mit den Rohren Schluss. Und wenn dann jetzt hier denn dahinter irgendwas ist, was denn ausfällt, dann werden wir das hoffentlich irgendwann erkennen. Heißt also, achso, ich kann das mit den Abrissrobotern gar nicht machen, weil die gar nicht da sind, ne? Habe ich gar nicht so viele gerade zur Verfügung. Habe ich alle in Betrieb. Jo, Konstruktionsroboter sind alle in Betrieb. Und irgendwelche Roboter sind auf dem Weg zu mir. Und ich renne immer raus aus dem Sprunggebiet. Aber das können wir ja dann auch mal machen, dass wir dann... Achso, dann müsste ich ja doch das abreißen hier. Ja, die produzieren eigentlich noch ganz fleißig, ne? Also... Gar nicht mehr so wenig, was hier ist in Bewegung bei den Filtern. Da scheinen einige Arbeitsprozesse in Gang zu sein. Sulfuric Wastewater. Gut, dann würde ich sagen... Fangen wir mal von unten an beim Abreißen und dann müssen die Steine, muss ich dann ja nach oben alles noch wieder verlegen, die kriege ich ja auch wieder alle mit. Da wird ja mein Inventar auch wieder ein bisschen gefüllt mit. Das Wasser, die Verteilung lassen wir da erstmal, hier haben wir dann noch das, achso, das war ja auch noch was hier. Ja gut, es geht eben bloß in die Verbrennung. Gut, hier wird dann eh nichts mehr produziert, dann kann das auch weg. Von oben kommt ja hier jetzt erstmal nichts nach. Das muss sich ja dann nicht festhalten an irgendwas. Dann reißen wir das jetzt hier erstmal ganz dezent weg. Damit wir den Platz gewinnen und dann machen wir hier komplett quasi aus, machen wir dann so eine, legt man eine Zeile runter von... Oh, jetzt habe ich hier, jetzt habe ich den Strommast habe ich jetzt rausgerissen. Oh, wo habe ich denn noch überall jetzt keinen Strom? Da ist Strom noch. Hier oben habe ich noch alles stromlos gemacht, okay. Das geht dadurch, dann muss ich hier mal einen Strommast hochbauen. Alles klar, okay, Moment, dann machen wir erstmal das noch schnell. Naja, da jetzt nicht ein Funkloch hat stehen lassen, das wollen wir natürlich nicht. So, dann wissen wir auch gleich, wo die Mauer denn, oh, die Straße denn hochkommt. Okay, ich muss das Mikrofon doch anders hängen. Verbinden wir erstmal hier. Dann machen wir hier, also ich glaube, das Ding werden wir dann komplett zur Schlammproduktion erstmal machen. Obwohl ich das eigentlich noch in den Mainbus mit reinhaben wollte, ne? Aber ich kann einen höher gehen. Ich kann hier reingehen und das fällt. Na gut, abreißen wir es trotzdem gleich mal. Und Strommasten setzen. Medium Pole in K3. Danke sehr. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Einmal jede Querverbindung nach oben. Und wegen Stromnetz ist redundant hier irgendwie oder so. Pustekuchen. So. Gut. Also, dann da werde ich jetzt mich. Was liegt hier rum? Okay, Jogolidohr. Bring das mal
Nimm. So. Gut. Okay, hier waren wir dabei. Quasi mit Massenvernichtung von allem Zeug. Und theoretisch müsste das hier wirklich jetzt mein Inventar voll. Okay. Moment, ich kann hier, glaube ich, ein paar Steine loswerden. Wenn ich hier dran gehe und mal drauf drücke, dann werde ich hier garantiert ein paar Steine los. Sehr schön. Und das kann ich mal so wenig, was hier wirklich raushauen, ne? Also das geht schon ganz gut. So, dann gehen wir hier durch. Und dann werden hier 1000 tolle Sachen abgerissen. Ich weiß noch nicht, wo ich mit den ganzen Filtern hin soll. Ich könnte mir ja mal eine Kiste machen, wo ich den hier reinschmeiße, aber die Filter, die brauche ich ja später für das Biogelöt auch nochmal. Ja, da brauche ich die Keramikfilter hier wieder. Die ich jetzt hier alle fleißig aufsammle. Und die Filtration Units brauche ich auch. Also das ist gar nicht mal so weit hergeholt, dass wir die jetzt uns schön aufsparen für später. Die ganzen MK2 Pools kann ich dann vielleicht eventuell da drin ist, aber dafür benutzen. So. Na hoch. Dann Rohr weg. So. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Dann haben wir hier ein bisschen Abreißarbeiten geleistet schon mal. Das müssen wir jetzt ein bisschen selber machen, weil unsere, sagen wir mal, Landgewinnungsgeschichte soll natürlich auch noch weiterhin immer funktionieren. Entschuldigung. Und soll dort dafür sorgen, dass wir bestens versorgt werden oder bestens Platz kriegen und wir dann die Silber- und Goldproduktion dort hinten dann demnächst aufbauen können. Das ist ja quasi Ziel der ganzen Operation Hinkelstein, hätte ich jetzt fast gesagt, aber nee, ist ja nicht Operation Hinkelstein. Da schon wieder voll, was Steine los werde. Ah, ich mache mal da oben eine Kiste hin mit den ganzen Gerätschaften hier, die stelle ich mal da oben auf den Weg. Da entleeren wir uns erstmal. Dann sorgen wir hier dafür, dass wir quasi Schlamm machen. Also eine Schlammschlacht machen mit diesen ganzen Gasen, damit wir die dann dazuführen zu dieser Schwefelindustrie. Dass wir erstmal quasi Strom in Schwefel verwandeln nachher am Ende. Dass wir da vielleicht nochmal eine kleine Entlastung kriegen. Mache ich hier Lagerkisten hin. Komme ich mal gleich Lagerkisten hin. Machen wir mal zwei Stück. Achso, kannst du jetzt gerade nicht, weil mein Inventar voll ist. Kann ich kurz noch stacken hier? Die ist da stacken. Sieht nicht so aus. So. So geht das doch. So, dann machen wir hier die Maschinenkasse alle mal rein, die wir jetzt hier abreißen. Das können wir nämlich alles dann später nochmal gebrauchen. Das können wir auch später noch gebrauchen. Den Modder kann ich eigentlich auch schon mal weglegen. Also habe ich schon das Ding in der Tasche. Mal die Rohre. Ja, die Rohre lasse ich mal. Denn die schleppt da sowieso wieder bei mir an. Wenn ich die da jetzt reinlege. So. Und dann sind wir nämlich hier schon mal. Also da denke ich mal, das ist ganz gut, wenn wir denn da. So, das wollte ich ja nicht gerade mitnehmen hier. So. Wenn wir das alles haben. Schön gebaut haben wir es eigentlich. Das muss man ja zulassen. Also das sah schon mal hier alles sehr cool aus. Okay. Wir produzieren jetzt sogar noch nebenbei ein bisschen was hier, weil irgendwie gerade, weil ich die Förderbänder weggemacht habe, wahrscheinlich Steine rausgelegt werden konnten oder so. Oder Gas oder irgendwas frei war. Loch im Slot. So, jetzt habe ich hier das Wasser doch weggerissen und der hat keine Verbindung mehr bis nach da drüben. Die muss ich natürlich lassen, weil sonst saugt der mir sich hier mit das Wasser leer. Oder kriegt der von unten? Ach, der kriegt da unten noch Wasser her. Na gut, das wird aber nicht lange reichen. Naja, hier kriegt er noch Wasser her. Er hat erstmal Wasser. So, Wasser hat er da. Dann reißen wir es hier auch schon mal weg. Und da ist mein Inventar wieder voll. Super. Immer wieder was Schönes, immer wieder neu, immer wieder toll. Gut. Okay. Also, Auftrag erkannt, Gefahr gebannt. Ich würde sagen, das kriegen wir jetzt erstmal ganz in Ruhe hier hin. Und reißen da erstmal ein bisschen was ab. Ich werde jetzt hier, das kann ich loswerden, alles. Okay. So, nehmen wir hier.
Ob das ein von denen? Nee, davon habe ich doch. Oh, da kann ich doch was decken. Oh, die 8 Stück jetzt, würde ich doch sagen. Ich habe doch welche gemacht davon. So. Dann werde ich jetzt erstmal mein Eisenerz hier abbestellen. Das werde ich jetzt mal hier reinlegen. Da habe ich da auch so ein bisschen Platz gewonnen. Das werde ich da mal reinlegen. Die kommen dann zwar auch angeflogen, aber da werde ich gleich wahrscheinlich wieder genügend von in der Tasche haben, dass sie mir dann nichts bringen. Oder nicht allzu viel bringen. Dann muss ich hier jetzt wirklich wahrscheinlich bloß einmal übers Förderband laufen. So. Ein paar Förderbänder einsammeln. Gut. Also, wir werden sozusagen in den nächsten Folgen hier oder in der nächsten Folge den Bereich hier komplett wirklich abreißen und dann für uns nutzbar machen. Wir werden dann uns einen Quadrant aussuchen, indem wir wirklich das mit dem Schlamm machen, damit wir da ein wenig mehr Kapazität für Produktion von Schwefel dann kriegen. Ich denke mal, das ist auch fair, dass wir das hinkriegen oder dass wir das hinbauen. Müssen wir natürlich dann mal gucken, wie viel Wasser wir dafür brauchen und alles, was da sonst zugehört. Aber es ist ja einiges, was wir da durchaus verbauen dürfen, können und müssen. Aber, na gut. Was soll's. Machen wir halt. Gut. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.